Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es um Prosuming oder eben Prosumer. Was ist das? Worum geht's da? Der Begriff des Prosumers kommt von zwei anderen Begriffen, nämlich produzieren und konsumieren. Dementsprechend ist ein Prosumer im Sinne der Energiewirtschaft jemand, der gleichzeitig die Energie erzeugt, zum Beispiel über eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach, und natürlich auch die Energie verbraucht, also konsumiert. Eben seine eigene Energie, die er vom Dach holt, oder eben auch Energie, die er weiterhin von einem Energieversorger bezieht. Prosuming ist schlussendlich ein ganz wichtiger Aspekt der gesamten Energiewende, weil wir eben eine dezentrale Energieversorgung schaffen, indem wir zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf verschiedensten Dächern haben. Die Leute können sich dann einerseits selbst versorgen, aber vielleicht auch ihre Nachbarn, zum Beispiel auch im Sinne eines Mieterstrommodells, können aber auch zum Beispiel mit einer Blockheizkraftwerkanlage, mit einem Mini-BHKW im Keller die eigene Wärmeversorgung übernehmen oder mit einer Solarthermieanlage auf dem Dach die eigene Wärmeversorgung übernehmen oder eben auch, wie gesagt, von den Nachbarn, vom eigenen Quartier. Diese dezentrale Energieversorgung sorgt eben auch dafür, dass wir weniger Stromnetzausbau brauchen, und das ist ja auch im Interesse von vielen Leuten, die sich ja schwer damit tun, dass Stromtrassen über weite Entfernungen gebaut werden. Dementsprechend ist dieser Ansatz der dezentralen Energiewende mit dem Prosuming absolut zu verbinden, und dementsprechend ist das natürlich ganz wichtig, attraktive Geschäftsmodelle und attraktive Vergütungsmodelle für die Betreiber von diesen dezentralen Anlagen zu schaffen. Mieterstrom ist so etwas, was nicht so richtig funktioniert hat. Ihr könnt einen kleinen Artikel dazu auf meiner Website euch anschauen, wo ich erkläre, wo auch die aktuellen Problemchen zu finden sind. Schlussendlich ist es so, dass die Vergütung für erneuerbare Energieanlagen ganz okay ist, aber so richtig gut funktioniert das eben dann, wenn man sich aktiv damit beschäftigt, eine besonders effiziente Versorgung hinzukriegen, seinen eigenen Energieverbrauch damit zu tragen, vielleicht auch noch mit einem Speicher das Ganze weiter zu optimieren. Und eben das, was am Ende doch noch als Überschuss übrig bleibt, das verkauft man eben an den Energieversorger, an den Netzbetreiber oder bringt das Ganze in ein virtuelles Kraftwerk mit ein. Also kann man schlussendlich sagen, der Begriff Prosumer und Prosuming bezieht sich auf einen Menschen, der sowohl Energie produziert als auch konsumiert und damit Teil der dezentralen Energiewende ist und damit auch Teil einer ganz wichtigen Entwicklung in unserer gesamten Energiewirtschaft ist. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder habt ihr Beispiele? Seid ihr selbst Prosumer? Dann schreibt es mal in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.